Flugzeug, weil ich eben vergessen habe, es zu filmen. Aber ich mache für euch mal wieder ein Follow Me Around. Und das ist die Marie, die kennt ihr ja. Und wir haben einfach mal nichts zu tun. Aber wir sehen uns, wenn wir in London sind. Bye! Stelle ich euch mal alle vor und zeige euch mein Zimmer. Wir sind jetzt endlich in London angekommen, gehen jetzt etwas essen, aber morgen zeige ich euch die Leute, und weil die sind heute leider noch nicht so sexy, weil das haben die nämlich gesagt, und morgen zeige ich euch einfach das Zimmer, aber heute läuft eigentlich nichts mehr, sondern wir gehen einfach nur essen. Um 11 Uhr, sehr früh, aber naja, hier sind ja genug Imbissbuden, ich zeige euch das mal. Ja, ich finde es auch, dass es schön aussieht. Guck mal, hier typisch Fish and Chips. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Bye! Hey Leute, Tag 2 in London. Ich stelle euch jetzt einfach mal die Leute vor. Das ist Leslie. Hi. Da ist Linda. Hallo. Pauline. Ja, das ist Pauline. Da ist Helena, die dreht sich nicht um. Da ist Jan. Und da ist Johanna. Und das ist unser Zimmer. Oh ja, und da ist Marie. Und ja, ich finde unser Zimmer sehr schön. Es ist einfach weiß. Und an den Wänden haben wir so schöne Muster. Und sogar einen Spiegel, damit wir uns schminken können. Aber der ist nicht so gut. Ja. Und wir sehen uns einfach draußen, wenn wir frühstücken. Der Weg von unserem Hostel bis zur Londoner Innenstadt dauert nicht lange, denn mit der Bahn dauert das nur ca. 10 Minuten. Was ich auch gut dran finde, denn wir sind hier nur 2-3 Tage bzw. 2,5 Tage und da hat man nicht so viel Zeit. Deswegen finde ich das auch gut, dass unser Hostel so nah in der Innenstadt liegt. Und was ich in London auch mega cool finde, sind diese Rolltreppen, die extrem hoch in die Höhe gehen. Denn bei uns in Deutschland sind die ja nur so kurz. Und manchmal, wenn ich da drauf stand, hatte ich irgendwie so ein Gefühl, dass ich mein Gleichgewicht verliere und nach hinten kippe. Deswegen habe ich mich auch immer gut an der Seite festgehalten. Aber naja, auf jeden Fall, als wir ausgestiegen sind, waren wir auch direkt bei Topshop. Wir sind gerade in der Stadt und stehen hier auch direkt schon vor Topshop. Und ich liebe diese Doppelbusse, weil die einfach so geil sind. Und die sind so schön. Vielleicht fahre ich mal damit. Mit dem Mariechen. Ja. Und ja, sonst finde ich die Stadt hier eigentlich super schön. Und wir haben uns ein Day-Ticket gekauft. Das heißt, wir können überall rumfahren. Und ja, suchen uns jetzt mal unser Frühstück auf. Und Leslie, was guckst du die ganze Zeit so an? Eigentlich wussten wir schon, wo wir essen wollten, nur als wir da ankamen, haben wir gesehen, dass es mega voll ist und wir hätten einfach mal eine Stunde warten müssen, um etwas essen zu können. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach in M&S essen zu gehen. Das ist sowas wie ein Kaufhaus, wo unten ein Supermarkt drin ist. Und da habe ich mir dann ein Erdbeermüsli geholt mit einem Vanille-Erdbeer-Milchshake. Ja, zu viel Erdbeeren. Das finde ich cool. Wie geht das? Spiel mal Katze. Ich glaube, du musst es da irgendwie so spielen. Echt? Ja, ich glaube, man muss das jetzt reinfacen. Einfach reintun, und wie bezahlst du das dann? Ach so. Das war ja voll witzig. Jetzt muss ich das auch da reintun. Aber voll witzig, sowas sollte man auch in Deutschland haben. Jetzt ohne Spaß, diese Geräte sind so Hammer. Ich möchte die wirklich auch hier in Deutschland haben, weil die so cool sind. Auf jeden Fall nach dem Frühstück
sind wir dann zum Shakespeare's Globe gefahren und haben dann einen wirklich weiten Weg hinter uns gehabt, denn wir mussten sehr viel laufen. Und laufen. Und laufen und laufen. Also soll ich... Ja, bestimmt. Die haben hier voll wenige Mülleimer, ne? Dankeschön. Ja, was willst du denn filmen? Das ist hier voll langweilig. Okay. Ich bin nicht beim Gehen, wie du elegant gehst. Wundervoll. Ich will dich nicht die ganze Zeit. Nicht so schnell! Warte, ich kann von der anderen Seite. Hallo. Wir schauen uns jetzt diesen Shakespeare's Globe an. Und bitte nicht zu nah ran, so mich ich hab grad weggezoomt. Ja. Und ja, mal gucken, wie es da drin aussieht. Ich bin voll gespannt. Wir haben ja das Buch Macbeth oder so gelesen. Und ja, mal gucken. Vielleicht sieht es da drin ja wirklich so sexy aus, wie ich es mir vorstelle. Und das stimmt. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Yay! Wir sind gerade hier im Museum und müssen auf unsere Tour warten und es ist bis jetzt richtig langweilig. Ich hoffe, ihr hört uns. Auf jeden Fall ist es langweilig. Naja, wie denkst du, wird es? Oh, das ist voll geil. Oh, meine Kamera ist kaputt. Oh. Was? Doch nicht. Guck mal, voll Krone und so. Oh, geil. Ja. So sieht das Shakespeare's Globe Theater von innen aus. Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Ich finde, es ist doch ganz modern hier drin und sieht ganz elegant aus. Auf jeden Fall hat die Frau uns nur die Geschichte von dem Shakespeare's Globe Theater erzählt und wir sind dann danach auch shoppen gegangen. Hier in Topshop habe ich mir dann ein Cupcake gegönnt, weil die so mega teuer sind. Und nach dem Shoppen sind wir, also Marie und ich, sind dann auch schon mal nach Hause gegangen, weil unsere Füße einfach nicht mehr konnten. Bist du doch? Ja, ich bin mir doch. Okay. Hi, wir sind schon mal wieder zurück im Hotel. Wir waren ein bisschen shoppen und eigentlich haben wir nicht so viel heute gemacht, aber trotzdem, es war schön, hier gewesen zu sein mit Marie und den anderen. Aber wir können euch gleich noch so ein bisschen das Hotel zeigen, wenn wir Lust haben, wenn wir gleich rausgehen. Und sonst gehen wir eigentlich noch feiern. Und morgen geht's auch wieder ab nach Hause. Eigentlich voll schade, aber naja, egal. Und wir liegen eigentlich jetzt gerade nur so tot herum, weil wir sind ja so mega tot, weil wir sind einfach 9 Stunden oder keine Ahnung, noch mehr eigentlich. Wir waren schon um 7 Uhr wach. Und ja... Ist eigentlich auch ganz cool hier mit den Lehrerinnen und Lehrer, weil die sind so witzig und die haben beide, glaube ich, hier studiert, aber interessiert ja keine. Auf jeden Fall ist es cool und wir schauen mal, was wir machen, aber jetzt gammeln wir gerade eigentlich einfach nur auf dem Bett rum. Marie chillt da einfach so rum. Tachchen. Und ja, wie gesagt, unser Zimmer finde ich echt geil und wir sind hier im Generator Hostel London. Auf jeden Fall können wir euch auch noch zeigen, wie es draußen aussieht. Wir haben einen eigenen Club und eine Bar und ja, eigentlich ganz viele coole Sachen. Und oh mein Gott, die sind da! Ciao! Das war's.
Schoko-Chocolate. Ja, das habe ich eingekauft. Und was mache ich jetzt? Ja, präsentiere doch mal deine Einkäufe. Ja, ich präsentiere meine Einkäufe. Lass dich dabei filmen. Ja, ich mache einfach so. Also hier, Victoria's Secret, das ist nicht für mich. Meine Cousine wollte das haben. Und ich habe mir einfach von Sleek einen Eyeliner geholt. Sorry. Zoom. So sieht das aus. Und dann habe ich mir noch so eine Blush-Palette geholt. So dreifarbig. Auch ganz toll. Und so von Klamotten her habe ich mir ein Top geholt. Sexy. Ja, das ist voll sexy, Mann. Das glitzert voll. Soll ich das heute Abend anziehen? Nein, ich glaube, ich erfriere dann. Ich glaube auch. Ich meine, so sieht das natürlich aus. Cool, aber ich glaube, dafür. Nee, das ist bauchfrei. Das ist zu sexy für London. Aber guck doch mal, wie die alle hier rumlaufen. Ist echt so. Hallo, teilweise laufen die echt so voll. Also ich gehe heute als Dorftrotter. Ja, kann man echt sagen. Die sind doch, also nicht, dass du nicht, dass du Dorftrottel bist. Doch, aber, ich gehe wirklich als Dorftrottel. Aber so wie, hä, warum? Weil ich bei den Penner-Sachen dabei habe. Ach so, ja, ich habe auch nur eine Bluse mit. Also ich meine Bluse mit. Oh, ja, egal. Auf jeden Fall zeigen wir euch gleich auch noch, was wir anziehen, wenn wir feiern gehen. Das wollt ihr gar nicht sehen. Doch, das wollt ihr sehen. Wird so sexy und heiß. Und wir gehen wahrscheinlich ins Pascha. Ich versuche die anderen zu überreden. Das ist nämlich cool. Das sind zwei Kirschen. Das war ja gerade voll peinlich. Ab nach Hause! Ciao! Ja, Leute, das waren unsere 2-3 Tage in London. Unser dritter Tag war nicht so spannend, denn da sind wir wirklich morgens aufgestanden, haben gefrühstückt und sind sofort zum Flughafen gefahren. Auf jeden Fall ein bisschen Action war da drin, denn wir hätten fast unser Flug verpasst. Aber alles ist gut gegangen und wir sind in Deutschland angekommen. Naja, ich hoffe, euch hat mein Follow Me Around gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ciao!